Dies ist das Ergebnis einer Explosion von 200 Kilogramm Dynamit, welche zum Ausbruch der ersten 1,5 Meter, das entspricht 120 Kubikmeter Gestein, verwendet wurden. Die Sprengung leitete somit die Vortriebsarbeiten im letzten Tunnel in Mauls ein. Heute haben wir den letzten Vortrieb gegen Süden gestartet. Wir sind hier in Maus, das Baulos Maus 2-3 ist der größte Baulos, das größte Baulos auf der italienischen Seite. Wir haben hier schon 500 Personen, die hier mit uns arbeiten. So, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges bezüglich der Opportunitäten zu arbeiten und bezüglich der Entwicklung von unserem Projekt. Beim Baulos Mauls 2-3 gingen seit Dezember 2016 bereits weitere 5 Vortriebe in Betrieb. Heute haben wir das letzte Baulos hier in Mauls begonnen, 6 Jahre nachdem wir im April 2011 mit der Phase 3, mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen haben, haben wir jetzt hier den letzten Tunnelanschlag gefeiert. In weiteren 6 Jahren hoffen wir, dass wir bald die Hauptbauarbeiten abschließen können, um so dieses europäische Projekt zügig voranzutreiben. Mit der Einleitung des gestrigen Vortriebs sind nunmehr gleichzeitig 6 Vortriebe, 4 in Richtung Norden und 2 in Richtung Süden in Betrieb. Heute sind die Bauarbeiten in Mauls gestartet. Der 6. und letzte Vortrieb wurde abgefeuert. Das war ein schöner Moment. Das Positive daran ist, die ganzen Arbeiten sind mit den Gemeinden und mit der Bevölkerung vor Ort abgestimmt. Es gibt hier im Moment keine Probleme. Wir bemühen uns, dass das so bleibt und dementsprechend können wir uns voll auf den Vortrieb der Arbeiten konzentrieren. Die BBT SE Gesellschaft steht in ständigem Kontakt mit den Gemeinden und Gebietskörperschaften im Projektgebiet, um Belastungen und negative Auswirkungen während der Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten. Als Gemeindeverwaltung von Lana haben wir natürlich kein direktes Interesse, aber wir haben als Gemeindeverwaltung beschlossen, uns dieses Bauprojekt einmal anzuschauen. Absolut faszinierend, weil wir gesehen haben, dass hier für das Land Südtirol und weit darüber hinaus ein Projekt entsteht, das die Lebensqualität noch einmal steigert und das natürlich auch die Erreichbarkeit Südtirols noch einmal steigert. Also ein faszinierendes Projekt. Wir hoffen, dass es so schnell weitergeht, wie es im Moment im Laufen ist. Wir sind sehr optimistisch und sind schon sehr gespannt. Ich hoffe, vor meinem 60. Geburtstag im Jahr 2027 das erste Mal durchfahren zu können. Natürlich bringt der BBT auch Umweltbelastung und Belastungen für unsere Bürger, aber wir hoffen alle zusammen, dass die positiven Seiten nach Beendigung der Arbeit natürlich überwiegen. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass der gesamte Verkehr und vor allem der Schwerverkehr danach über den BBT abgewickelt werden kann. Und natürlich auch die positiven Seiten, Fahrzeitreduzierung und so weiter, Anbindung Richtung Europa, denke ich, überwiegen. Insofern hoffen wir alle, dass ein gutes Werk zustande kommt. Mit der Einleitung des gestrigen Vortriebs sind nunmehr gleichzeitig 6 Vortriebe, 4 in Richtung Norden und 2 in Richtung Süden in Betrieb. Beim Baulos Mauls 2-3 mit einer Auftragssumme von 993 Millionen Euro werden insgesamt ca. 65 Kilometer an Tunnelbauwerken vorgetrieben, davon 39,8 Kilometer am Haupttunnel, 14,8 Kilometer am Erkundungsstollen und 10,2 Kilometer am Logistik- und Rettungsstollen. Wir geben eine große Aufmerksamkeit auf die Umwelt bzw. auf die Auswirkungen auf die Umwelt in Bezug auf den Staub, auf den Lärm. Es ist unser großes Anliegen, dass wir sowohl die Umwelt, aber auch die Arbeitssicherheit mit großer Verantwortung vorantreiben.
Beträchtlich sind auch die Auswirkungen und Chancen des Projekts für den Arbeitsmarkt. Derzeit sind ca. 450 Bauarbeiter in den zwei Baustellen auf italienischer Seite beschäftigt. Dazu kommen noch über 150 Techniker. In der Phase der stärksten Bauaktivität werden die zwei Baustellen ca. 900 Arbeiter beschäftigen, weitere 1200 in den Baustellen in Tirol. Die Investitionen für das Bauwerk schaffen oder sichern insgesamt über 200.000 Arbeitsplätze, davon 55.000 in Südtirol und Tirol.